Hallihallo, willkommen zum 15. Teil meines Minecraft-Videorückblicks. Eigentlich wollte ich diese Folge im Singleplayer von 1.5 anfangen, allerdings hat mir die Welt gerade kurz vorm Videodreh komplett weggecrashed, denn Factory Station hat scheinbar noch einen kleinen Bug drin. Dementsprechend kann ich diese Welt nicht mehr betreten und ich hatte auch keine Lust, das Ganze nochmal neu aufzusetzen. Ja, was wollte ich im Endeffekt kurz sagen? Ich habe seit letzter Woche angefangen mit dem 1.5er Update für den Server. Derzeit sind ungefähr 22 Mods verfügbar und das Ganze wird eh relativ ausführlich, denn sämtliche Configs werden quasi von uns überarbeitet bzw. neu laden gelassen und dann quasi die neuen Sachen nur reingeschrieben, die von uns dort reingehören. Denn mittlerweile ist es so, dass manche Konfigurationsdateien effektiv dreimal so groß sind, als sie sein müssten. Da sie sich einfach im Laufe der 4 Monate jetzt doch ziemlich stark geändert haben. Und ja, dementsprechend steht da relativ viel Arbeit an. Und außerdem muss am Texturpack richtig viel Arbeit investiert werden, denn sämtliche Texturen werden jetzt in Einzeldateien abgelegt. Und ja, das ist einfach eine reine Katastrophe. Alleine für eine kleine Mod mit 74 Daten sitzt man da fast eine Stunde, wenn man da das ordentlich machen will. Jo, und das könnte noch ein bisschen dauern. Und da Railcraft auch erst in 2 Wochen ungefähr erscheinen wird zur Public, habe ich jetzt noch gemütlich Zeit, das alles dort einzustellen. Und wie gesagt, ich wollte es eigentlich noch zeigen, aber ist jetzt nicht so schlimm. Was gibt's auf dem Server jetzt zu sehen? Wir haben die Mauer hier komplett entfernt, denn das war schon länger ein Thema, denn die Mauer sah zwar nett aus, aber passt jetzt nicht so richtig zu dem Park-Feeling hier. Und außerdem brauchen wir halt immer noch jemanden, der irgendwie den Park hier mal erstellt. Ansonsten gibt es momentan 3 Projekte, an denen wir effektiv arbeiten. Und eines davon, da bin ich jetzt gerade schon auf dem Weg hin, zum Bauernhof. Da hat sich auch einiges getan wieder in den letzten Tagen, denn die Gebäude sind wie gesagt fertig. Der Bahnhof ist jetzt soweit, was heißt einsatzbereit. Wir bauen noch dran, allerdings steht das Gebäude schon soweit. Ich fange am besten gleich im Bahnhof an, denn dort gibt es mit Abstand das meiste zu sehen. Und zwar ist das jetzt hier unser Bahnhof, wo im Endeffekt hier in der Eingangshalle noch nie allzu viel zu sehen ist. Hier wird auch nie allzu viel reinkommen. Der Gleisabschnitt selbst, wir sind immer noch nicht ganz sicher, ob wir das eingleisig lassen wie hier oder ob wir dann 2 Gleise nebeneinander legen und diese dann hier in einem Bogen um die Häuser drumherum legen, hier in eine kleine Schlucht oder irgendwas. Aber da wir, wie gesagt, ja momentan nicht auf die Eisenbahn so extrem achten, ist das jetzt eigentlich soweit nur hier zur Schau gestellt. Des Weiteren haben wir unter dem Bauhausgebäude jetzt 2 Keller eingerichtet. Der erste Keller ist dieser. Ist im Endeffekt folgendermaßen geregelt. Es kommen insgesamt 22 verschiedene Gegenstände von sämtlichen Bauernhofsgebäuden an. Und diese müssen natürlich erstmal einsortiert werden. Das geschieht hier über dieses System. Zum einen kommen die Fleischsorten und so weiter, kommen aus dieser Tube hier hinten, da diese direkt hinten von der Schlachterei geliefert werden quasi und laufen direkt durch den Filter und in die Sorting Machine rein. Der Filter malt das Ganze schwarz an, da hier vorne primär erstmal die ganzen Wollefarben gelagert werden. Und zusätzlich gibt es hier dann noch die Sorting Machine. Diese lagert beziehungsweise sie hat die Aufgabe, die ersten Wollstückchen hier einzulagern und diese bezieht sie über diese Ender Chest. Warum eine Ender Chest? Ist relativ simpel erklärt, denn der Weg von der Schaffarm, die dort hinten irgendwo ist, bis hierher über Tubes zu regeln, wäre relativ sinnfrei, da erstens die Items relativ lang unterwegs sein würden und zweitens müssten wir dazu relativ viele Chunks unnötig laden. Deswegen ist das immer noch der schmerzfreieste Weg und ja, dementsprechend behalten wir jetzt erstmal die Ender Chest da. Und ja, die ganzen Sachen wandern hier quasi durch das Sorting-System durch. Wenn es nicht einsortiert werden kann, geht es in die nächste Sorting-Maschine, die dann quasi diese Reihe hier versorgt. Und wenn das wieder nicht reinpasst, geht es in diese Reihe. Diese letzte ist quasi für die ganzen Fleisch- und Lederwaren. Und alles, was sonst nicht einsortiert werden kann, was durchaus der Fall sein dürfte, dass da manches dazu kommt, denn die Golems sind eigentlich darauf ausgerichtet, alles Mögliche einzusammeln. Deswegen kann es sein, dass hier, wie zum Beispiel hier, mal Dreck oder Pneumatic Tubes irgendwo landen. Gut,
Das Ganze ist da so geplant, dass im Untergrund jetzt überall Wireless Receiver stehen, Wireless Transmitter stehen. Das sind diese hier. Die werden über ein Gate angesteuert, relativ simpel. Wenn diese Kiste voll ist, beziehungsweise keinen Platz mehr drin hat, dann geht das Gate aus und damit geht dieser Wireless Transmitter aus. Wo der hinführt, werde ich euch gleich zeigen. Außerdem ist geplant, zwischen jede zweite Kiste eine weitere Tube hinzusetzen und diese vom ersten System komplett zu trennen. Das Ganze ist dem Grund geschuldet, dass wir den Ausgang der Kisten mit Retrievern lösen wollen. Diese können ja quasi wie ein Remote-Forderer von weiterer Entfernung aus Sachen aus Truhen ziehen. Und dazu brauchen wir effektiv 22 verschiedene Retriever, die dann sämtliche Gegenstände, die wir lagern, rausziehen können. Und es ist so geplant, dass die Retriever quasi 36 Mal pulsen, damit sie eine kleine Chest komplett füllen können. Und diese Chest wird dann hier oben stehen und ein Item-Loader, der ungefähr hier stehen müsste, zu füllen, damit der Zug, wenn er vorbeikommt, das ganze Zeug einfach aufnehmen kann. Ja, das ist der Plan für die Zukunft. Und zusätzlich müssen natürlich dann noch die ganzen Computer und so weiter und so fort hier in die Gehege eingepflanzt werden. Des Weiteren gibt es jetzt, wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten an der Schaffarm, denn diese ist jetzt schon soweit am System angeschlossen. Und ja, alles, was sich im Endeffekt hier groß geändert hat, ist primär die Ender Chest, die ja damals die Overflow Chest dargestellt hat. Da habe ich im Endeffekt jetzt so Folgendes gemacht, dass ich gesagt habe, die Ender Chest ist jetzt direkt am System angeschlossen, ohne Farbe. Und mit einem Restriction Tube. Das Ganze hat den Vorteil, dass immer noch primär erstmal die oberen Kisten hier gefüllt werden und danach erst die Ender Chest. Und des Weiteren ist dann hier noch ein Transposer dazwischen, der dann auch quasi die Farben oder beziehungsweise die Items hier durchlässt und dann hier drüben in die Ender Chest setzt, falls diese Items hier drüben in der Kiste voll sein sollten. Vielleicht muss ich hier noch, das muss ich mal testen, statt dem Transposer einen Filter reinsetzen, der die ganzen Items umdeklariert, denn das Problem ist, oder beziehungsweise ich befürchte gerade, wenn hier die Items noch angemalt reingehen, dass sie hier eventuell auch angemalt noch rauskommen und dann an quasi die anderen Kisten mit verstopfen würden. Aber das ist dann quasi für die nächsten paar Minuten dann eine kleine Änderung. Gut, was haben wir hier? Das ist im Endeffekt der Eingangsbereich für die ganzen verschiedenen Signale, die vom kleinen Bahnhof quasi gesendet werden. Und effektiv haben wir quasi für jede verschiedene Wollsorte haben wir ein Signal und diese zeigt effektiv nur an, dass die Kiste drüben noch Platz bietet. Und das Ganze ist nötig, denn ich habe das hier so gestaltet, dass hier ein Endgate vorliegt, sprich, dass sowohl Platz in der Kiste sein muss, als auch, dass dieses Signal aktiv sein muss, damit oben die Deployer quasi die Schafe scheren. Jetzt ist es natürlich so, der 45er Retriever, der sendet nur einmal am Tag einen Puls, da ja unser Lichtsensor ist im Endeffekt. Und sobald quasi die Kisten gefüllt sind, gehen hier diese Signale nach und nach aus. Und damit verbrauche ich hier oben nicht mehr sinnfrei irgendwie Eisen, um neue Scheren zu produzieren. Außerdem bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das schon erwähnt habe, habe ich hier ein Mini-Logipipe-System eingefügt, was quasi automatisch aus Eisen Scheren produziert und die Scheren dann in das System einfügt. Hier sind überall aktive Requester am Start, die im Endeffekt sagen, wenn hier quasi Platz im Inventar ist, beziehungsweise wenn keine Schere mehr drin ist, dann sollen sie einfach eine nachfordern. Gut, das im Endeffekt zu unserem Projekt Bauernhof. Außerdem sind hier wieder die vier Schafe, die irgendwie verschwunden sind, wieder quasi dazugekommen gestern. Und zusätzlich gibt es jetzt für jede verschiedene Tierart hier kleinere Gehege. Allerdings fehlen für Schweine und Kühe noch die Gehege. Zumindest fehlen da die Tiere noch drin. Und diese sind schlicht und einfach dafür da, falls wir mal die computergestützten Anlagen Probleme machen sollten, dass wir jederzeit Sachen nachfüllen können. Ja, tiertechnisch. Und genau, das ist im Endeffekt alles Wichtige, was hier zum Bauernhof zu sagen war. Und ich werde mich jetzt teleportieren in Richtung Rathaus.
Im Rathaus haben wir seit gestern einen Rock Crusher. Das ist dieses Gerät von Raycraft, der relativ viel Energie braucht im Vergleich zum Pulverizer und zum Macerator. Allerdings ist er doch relativ sinnvoll, weil er zum Beispiel hier Clay-Bälle bzw. Clay-Blöcke wieder zu Clay-Balls zerstampfen kann. Und man hat halt immer einen Output von 4 Clay, was im Endeffekt dem Maximum entspricht, was man hier reinstecken kann. Und deswegen haben wir jetzt gestern entschlossen, hier noch so einen Rock Crusher hinzusetzen. Des Weiteren ist jetzt, glaube ich, die Küche das einzige Gebiet derzeit, was noch von dem Lavasee, vom Nether, angezapft wird. Alles andere ist mittlerweile komplett auf die verschiedenen Kraftwerke verteilt. Und der nächste Weg führt uns erstmal heute zur Köhlerei. Denn mit dieser hatten wir in der letzten Woche einige Probleme, da es so ist, dass die Karts, wenn man wirklich viel Pech hat, verschwinden. So war es zum Beispiel so, dass zweimal hintereinander die Liquid-Karts hier unten verschwunden sind. Und das Problem ist, wenn die Liquid-Karts nicht mehr arbeiten können, dann gehen irgendwann die Tanks aus, weil die Tanks ja bloß 64 Eimer Liquid speichern können. Und damit leeren sich zum einen diese Tanks, zum anderen bleiben Baumform und Peatform irgendwo stehen und das ganze System verstopft nach und nach. Und ja, deswegen habe ich jetzt hier kurzfristig beschlossen, hier eine kleine Liquid-Conduit-Leitung quasi bis zu den Tanks zu legen. Und ja, diese versorgt jetzt quasi die Tanks, beziehungsweise diese versorgt diese Tanks da oben mit den Creosote Oil. Außerdem haben wir noch Probleme gehabt mit dem Kart, was hier oben die Holzzufuhr regelt. Das ist dieses, was hier oben rumfährt. Problem ist hierbei auch gewesen, dass das Kart plötzlich nachts verschwunden ist. Und was im Endeffekt den gleichen Effekt zur Folge hat, dass die Öfen ausgehen und hier quasi nichts mehr funktioniert. Deswegen haben wir uns hier dafür erstmal eine kleine Behelfslösung eingefallen lassen. Wenn dieser Ofen dort vorne, der leer ist, dann gibt er ein kleines Redstone-Signal aus. Dieses Redstone-Signal kommt hier bei dem Receiver an und fordert quasi von dem Card-Dispenser ein neues Card an. Und das Ganze sollte nur dann der Fall sein, wenn zum einen die Öfen leer sind oder wenn wirklich die Baumform irgendwo stecken bleiben sollte. Und das sollte eigentlich nicht passieren, denn diese ist relativ robust konstruiert, sag ich mal. Allerdings werden wir wahrscheinlich hier die komplette Köhlerei nochmal überarbeiten müssen, denn chunktechnisch ist das Ganze hier eine Riesenkatastrophe. Jetzt gucke ich mal, ob es mal im Video gleich so rungst. Nein, tut's nicht. Wie man sieht, wir haben hier relativ viele Chunks geladen. Das ist im Endeffekt wirklich bloß, um die Köhlerei und den Bahnhof dort zu laden. Der Bahnhof allerdings selbst ist chunktechnisch relativ günstig platziert. Ja, nur die Köhlerei, die ist relativ unnötig und ja, dafür müssen wir halt unnötig Chunks laden. Deswegen muss hier unbedingt noch was geschehen und aus dem funktioniert das leider mit den Karts nicht so richtig wie gedacht. Deswegen ist jetzt in Planung, vielleicht das Ganze über Red Power zu lösen. Zumindest haben wir da eine Idee, wie wir es machen wollen. Wir müssen was gucken, wie wir es im Endeffekt umsetzen. Und ob wir dann halt wie jetzt kleinere Hallen bauen oder das Ganze irgendwie in einem größeren Gebäude unterbringen. Denn vielleicht kommen hier noch einige wenige Cookofen dazu, denn wir haben einen relativ heftigen Holzüberschuss derzeit. Dementsprechend müssen wir mal gucken. Was mir auch einfällt, zu den Flammen, die hier überall noch durch die Gegend streunen, ist es so, dass ich mit dem 1.5, mit dem Konfigurationsupdate, zufällig gesehen habe, dass Chicken Bones jetzt wirklich diese Option eingebaut hat, dass wenn Firetick ausgeschaltet ist in den Game Rules, wie es bei uns jetzt der Fall ist, dass das Feuer trotzdem despawnt. Außerdem hat er noch einige kleine andere Änderungen eingebaut, die durchaus interessant sein dürften, zum Beispiel, dass Lava schneller verschwindet. Das soll heißen, dass wenn man jetzt den Source Block wegnimmt, dann bleibt die Lava normalerweise noch für einige Minuten da und verschwindet so ganz langsam. Und er hat jetzt quasi etwas eingebaut, dass die Lava genauso schnell verschwindet, als wäre es Wasser. Und je nachdem, wie die Lust und Laune da ist, müssen wir mal gucken, welche Einstellungen wir dann später für den Server verwenden werden. Denn schnell verschwindende Lava hat natürlich auch den Vorteil, dass es den Server weniger auslastet. Und dementsprechend müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze dann, wie gesagt, umsetzen. So, ich befinde mich jetzt hier auf dem Weg in Richtung Umzuchtstation für die Bienen.
Denn diese habe ich jetzt bereits seit letzter oder vorletzter Woche abgerissen gehabt und neu gebaut. Dementsprechend, die ist ein Stück weg. Da hinten ist sie. Und derzeit gibt es auch noch keine großen Wege, die hier hinterführen. Allerdings gibt es ein kleines Buch. Allerdings ist das bloß im Rathaus verfügbar. Deswegen mal kurz einen Abstecher durch den Wald. Und hereinspaziert in das neue Bienenumzuchthaus. Mit dem bin ich quasi jetzt im Laufe der Woche fertig geworden und ich möchte noch einen kleinen Einblick geben, was das Ganze hier machen soll. Zum einen haben wir hier unten einen Liquid DNA Tank, das ist dieser hier, der uns im Endeffekt ja, das flüssige DNA direkt aus der Bienenfabrik liefert und dann hier quasi in den riesengroßen Tank einfüllt. Allerdings hätte ich den Tank wahrscheinlich viel, viel, viel klein machen können, denn ja, so viel Liquid DNA braucht man wahrscheinlich nie im Leben. Aber es ist nicht so schlimm. Des Weiteren habe ich das ganze Haus in zwei Bereiche unterteilt. Und zwar haben wir zum einen diesen automatisierten Teil hier und diesen kleinen Raum, das ist der manuelle Teil. Das Ganze hat den Vorteil, dass es von den Chunks quasi perfekt abgetrennt ist, wie man das hier vielleicht sieht. Diese beiden Chunks, der und der, sind dauerhaft geladen. Das Ganze hat den Vorteil, dass halt die Bienen auch umgezüchtet werden können, wenn hier keiner da ist. Und dieser Teil hier hinten ist bündig mit dem Tank abgeschlossen und zusätzlich auch vom Energienetz komplett getrennt. Sogar diese Maschine ist energietechnisch quasi hier noch extra mit einer Leitung verbunden, sodass diese Maschine auch nur dann Energie zuppelt, wenn jemand hier da ist. Das Ganze hat den Vor- oder Nachteil, dass wir keine Energie unnötig verschwenden, um diese Maschinen aufrechtzuerhalten, denn diese brauchen nach und nach die Zeit und verlieren sie halt. Das hat man jetzt hier gerade kurz gesehen. Und ja, das Ganze hat im Endeffekt wirklich den Vorteil, dass wir hier weniger Energieverbrauch haben in dem ganzen Gebäude. Gut, vielleicht erstmal zum manuellen Teil. Genau. Haben wir im Endeffekt hier Serien für die Spezies, Serien für die Eigenschaften. Diese sollten natürlich immer voll sein und auch die höchste Qualität bieten. Und dann haben wir hier den Replicator, der im Endeffekt dazu da ist, die Serien zu vervielfältigen. Drei Inoculator, die dafür da sind, um quasi die Bienen mit neuen Genen zu versorgen. Moment. Dann haben wir hier den Isolator, der dafür verfügbar ist, quasi aus Bienen verschiedene Eigenschaften rauszugewinnen. Und diese werden dann hier gelagert. Außerdem dazu gleich noch einen Ofen, der im Endeffekt Serien, die sinnlos sind, direkt wieder einschmelzen kann. Und diese werden dann direkt wieder hier in dem Isolator platziert. Gut, und dann gibt es hier eine kleine Auffüllstation. Da legt man einfach ein Serum rein. Flupp. Das wandert automatisch hier runter. Und das wird dann quasi erstmal in einem Synthesizer aufgefüllt, das Serum. Und danach wird es über den Purifier noch in der Qualitätsstufe wieder gesteigert und am Ende landet es in dieser Kiste. So wie dieses Serum. Genau. Und das Ganze ist wie gesagt der manuelle Teil, denn ich konnte in die automatisierte Anlage leider nicht alles reinnehmen, was ich wollte und dementsprechend musste ich jetzt wirklich damit leben, dass gewisse Sachen noch manuell nachgefügt werden müssen. Aber das ist nicht so schlimm, dazu komme ich jetzt gleich. Der automatisierte Teil hat einiges an Anspruch gebraucht, von wegen, wie man das Ganze umsetzt, denn es gibt bei diesen Geräten massive Probleme, das Ganze zu automatisieren. Und dementsprechend bin ich verdammt froh, dass es erstmal so weit funktioniert. Es gibt aber immer noch Probleme, zum Beispiel, vielleicht habe ich jetzt hier gerade auch eine Biene. Genau. Wenn die Bienen diese Eigenschaften bereits besitzen, steht ja da, can't inoculate current bee. Das soll quasi heißen, dass im Endeffekt die Eigenschaft, die hier quasi Effect Cancellation ist, kann nicht in die Biene reingedrückt werden. Aber anstatt dass die Maschine automatisch die Biene hier in den Ausgangsslot setzt, bleibt sie einfach in dem Slot hier drinnen und die Maschine sagt einfach so, ja, ich kann nicht mehr, tut mir leid. Das Problem ist folgendes, diese Maschinen sind Pipe-technisch und Red-Power-technisch und was haben wir noch alles, Logipipe-technisch eine reine Katastrophe. Man kann die quasi nicht ansteuern und deswegen musste ich auf die einzig verbliebene Variante zurückgreifen und die heißt in diesem Fall Golems. Diese sind verdammt schlau und können quasi die Serien sowohl einfüllen als auch rausnehmen. Es gibt dann folgendes Problem noch.
Das ist dieser Golem, der die Serien, die vollen Serien quasi in die verschiedenen Inoculator einsetzt. Problem ist, man kann dem Golem nicht direkt sagen, er soll sie direkt in die Seite reinpacken, denn dann verschwindet das Serum einfach. Warum, weiß ich nicht. Allerdings gibt es trotzdem die Möglichkeit, das Ganze über eine Kiste zu regeln und dann das Serum quasi über eine über dein Pipe hier reinzusetzen. Ist sau umständlich, aber funktioniert glücklicherweise. Der andere Golem hat es da ein bisschen einfacher. Dem hat man hier einfach diesen Marker gegeben. Und der sieht dann, ah okay, hier sitzt quasi ein leeres Serum drin. Dann nimmt er das Serum, geht hier rüber. Und diese Anlage ist quasi die gleiche, die ich da drüben schon gezeigt habe. Hier werden im Endeffekt mit dem Synthesizer und mit dem Purifier die Serien wieder aufgefüllt. Und wenn sie da voll sind, dann nimmt der liebe Golem sie und schafft sie in die in die verschiedenen Anlagetypen. Des Weiteren war es noch ein Problem, die Bienen herauszukriegen. Denn es ist ein Riesenproblem, einfach Sachen rauszupumpen. Das funktioniert nämlich nicht. Wenn man Sachen einfach mit einer Pipe hier rauszieht, dann kriegt man plötzlich mal das Serum oder Bienen, die hier oben drin sind oder was auch immer. Und es ist, wie gesagt, eine reine Katastrophe. Deswegen war der einzige Ausweg, das Ganze über einen Router zu machen, den Router mit einem Ejector-Upgrade nach oben zu versehen und mit einem Machine-Upgrade, damit er wirklich bloß diese Inoculator quasi untersucht. Und im Endeffekt ist es so, dass worum auch immer, muss man von Slot 9 extrahieren. Beziehungsweise Slot 9, Slot 10, Slot 11. Warum das Ganze so der Fall ist, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Problem ist nämlich, dass hier die verschiedenen Slots doppelt und dreifach belegt sind. Und ja, deswegen muss das Ganze über Slot 9 geschehen. Und wenigstens funktioniert das Ganze dann auch. Ja, und im Endeffekt ist es folgendermaßen, man hat hier drüben den Straßenanfang. Hier legt man einfach maximal 6 verschiedene Bienen in die Kiste rein. Diese werden hier rübergezogen in den ersten Inoculator. Wenn sie dort fertig sind, wandern sie quasi in diesen Bereich. Und hier gehen sie dann quasi durch das ganze System noch durch. Und die fertigen Bienen landen dann hier drin. Und hier hat man dann Bienen, die sowohl gegen Regen geschützt sind, die über Nacht arbeiten, die keine Effekte mehr haben, plus minus 2 Humidity und plus minus 2 Temperature Toleranzen bieten. Das heißt, die Bienen kann ich quasi überall, wo ich dann quasi die Fabrik habe, überall reinsetzen und dort quasi arbeiten lassen. Außerdem wird hier drüben in der Maschine, glaube ich, noch Fast eingefügt. Genau, Fast Productivity. Und das Einzige, was wirklich noch fehlt und wichtig ist, sind zum einen die Fertility, also sprich, dass die Bienen mehr als nur einen Nachfolger oder Nachkommen produzieren. Und zum anderen das sogenannte Flower Pollination Serum. Das Problem ist nämlich, wie es derzeit der Fall war, habe ich zum Beispiel drüben die Enderbee gehabt. Diese hier. Und diese hat natürlich immer noch die das Enderei gebraucht. Des Weiteren habe ich hier noch irgendwo die Excited Bee, genau, die Ecstatic. Und diese hat Redstone gebraucht, deswegen ich hätte dort in der Bienenanlage direkt dann später überall verschiedene Flower und was weiß ich, Redstone-Signale hinlegen müssen, damit die Bienen alle glücklich sind. Ja, und deswegen züchte ich sie alle noch um. Gut, und damit bin ich für den heutigen Minecraft-Video-Rückblick fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War diesmal hoffentlich wieder eine etwas längere Folge. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.